Ein liebes Hallo, ihr Zuckermäuse. Viele von euch haben mich ja gefragt, ja, was hat denn dich so begleitet bei deiner Abnahme? Ich komme ja nun mal über einen weit über 100 Kilo Bereich. Ja, also erstmal müsst ihr euch verinnerlichen, gesunde Ernährung. Viel Eiweiß, Hähnchen, Fisch, Eier sind top. Keine Fertigprodukte, keine Fertigsoßen und wisst ich was alles. Ich esse in 16 zu 8. Nein, ich esse nicht 16 Stunden, sondern ich esse 8 Stunden und 16 fastig, um die Autophagie zu nutzen. Ja. Und dann braucht man ja auch immer mal so kleine Helferlein. Ich habe zum Beispiel oft morgens das Problem, besonders wenn ich wie gestern, weiß ich nicht, wenn du 15 Kilometer walken warst, ich krieg den nicht mehr runter. Ich krieg den erstmal nicht mehr runter. Dann esse ich so gegen 14 Uhr das erste und meistens nehme ich dann Tapschiko für mich entdeckt. Ja. Und wird da sagen, oh, wieder so ein Abnehmdrink, gibt es ja schon 5 Millionen. Ja, gibt es. Ich habe am Anfang ganz viele ausprobiert und mir ging es von ganz vielen ganz, ganz elendig. Ich habe Blähung ohne Ende gekriegt, ich habe Durchfall ohne Ende gekriegt, bis man mir dazu geraten hat. Also 21,5 Gramm Protein pro Shake, das ist schon mal sehr wichtig. Ja. Hier steht drauf 202 Kalorien pro Shake. Trifft in meinem Fall nicht zu. Das ist immer berechnet mit Milch. Steht hier auch, die Nährwerte sind berechnet mit Milch. Ich trinke die mit ungesüßter Mandelmilch und komme so, wie mal Daumen, auf 75 Kalorien pro Shake. Das ist schon mal super. Und nur 1,5 Gramm Kohlenhydrate, weil viele mich aus der Gruppe gefragt haben, oh, da steht ja so und so viel Kohlenhydrate drauf, über 17 Gramm Kohlenhydrate. Ja, durch die Milch. Milch hat nun mal viele Kohlenhydrate, ist einfach Fakt. Wenn ihr aber lieber mit Milch mögt, nicht so auf eure Kohlenhydrate achten müsst, könnt ihr das natürlich mit Milch trinken. 27 Vitamine und Mineralien, glutenfrei, wirklich sehr bekömmlich. Den Shake, den kann ich noch unterwegs mitnehmen beim Laufen und kann mir den da nehmen. Einmal frei. Ja, wie sollte man den jetzt zu sich nehmen, wa? Wir haben da in der Schicko-Gruppe einen gesagt, oh, kann ich alle Mahlzeiten damit ersetzen und sonst wird. Würde ich nicht machen. Das wäre eine einseitige Ernährung und das ist eine der wenigen Hersteller, die ganz klar sagen, nee, esst eine super vollwertige Mahlzeit mindestens am Tag und ersetzt zwei Mahlzeiten durch einen Shake, reicht völlig aus zur Abnahme. Ist wirklich so. Ja, für die Leute, die jetzt sagen, oh, ich heirate in 8 Wochen oder ich will irgendwo hin oder irgendwas Schönes, Abschlussball oder sonstiges. Ja, und über Nacht haben die Kalorien mein Kleid enger genäht. Ich komme da nicht mehr rein. Zieht durch. Könnt ihr 8 Wochen lang, könnt ihr ruhig dann mal 2-3 Mahlzeiten damit locker ersetzen. Dann habt ihr euer Wunschgewicht. Wenn natürlich, ja, wie gesagt, über Weg 120, 130 Kilo Bereich auch kommen, für den ist das ein guter Einstieg, weil hat ja einen süßen Geschmack. Ich habe hier auch noch Schoko, Banane und alles. Fällt den erstmal der Heißhunger auf was Süßes. Ein Shake ist immer was Cooles. Wenn er so gute Inhaltsstoffe hat, sowieso. Ich trinke den momentan meist einmal am Tag. Ich ersetze meine Abendmahlzeit dadurch. Weil ich habe ja auch so ein bisschen mit Magenprobleme. Und habe festgestellt, das ist total bekömmlich. Ansonsten esse ich 2 normale Mahlzeiten. Aber wie gesagt, manchmal auch am Morgen. Bei der Hitze hast du ja sowieso keinen Appetit. Aber ich rühre mir den ein bisschen anders an als der Hersteller. Das ist ja auch so ein Ding. Das ist ja der Original Shake Shaker. Ihr seht schon, nicht wirklich groß. Man soll da 275 ml Milch und 18 Gramm. Und diese Probetütchen, die ihr da erwerben könnt, finde ich auch total klasse, sind 18 Gramm drin. Nehmt ihr aber einen Messlöffel davon, sind das keine 18 Gramm. Ich mag dazu, wenn der Shake schön dicke ist. So wie bei McDonald's oder so. Kickt, meiner ist schon wieder... Ja, das taugt nie hin. Also nehme ich 2 Messlöffel davon und so 350 bis 400 Milliliter meine ungesüßte Mandelmilch. Ein Träumchen. Ich zeige euch nachher, wie ich das aufschlage. Ich mache das mit so einem kleinen Milchaufschäumer, mit so einem Handmilchaufschäumer. Oh, ist das cremig, ist das lecker. Und das sättigt mich wirklich. Mir gibt es hier einige Leute, die behaupten, ach, ich trinke hier, wenn du angerührt hast, hast du ja bloß mal 250 Milliliter. Und das hält mich zig Stunden satt. Da fragt mich allen Ärzten, Leute, wie seid ihr früher fett geworden? Ehrlich, wie seid ihr so dick geworden? Durch Luft passiert das nicht. Ich war selber dick.
Also, wenn mir einer erzählt, ihn so ein kleines Becherchen hält ihm da 5 Stunden, 6 Stunden satt und einige wollen sich nur noch davon ernähren, das ist nicht der richtige Weg. Auf keinen Fall. Also, wie gesagt, ich brauche so mein 400 Milliliter Shake, möchte ich schon haben. Und der sättigt mich dann wirklich. Also da kann ich dann wirklich sagen, wenn ich den abends trinke, ich esse ja erst den nächsten Morgen ab 10 oder 11, je nachdem wie mein Fastenfenster ist, habe ich überhaupt ja kein Problem. Habe ich überhaupt auch keinen Hunger, auch keinen Heißhunger, weil wie gesagt, du hast hier die Geschmacksrichtung Banane, Erdbeer, Kokos, wer Kaffee mag, gibt Cappuccino. Also kann ich nur empfehlen. Jetzt haben die aber, die müssen meinen Fliehen erhört haben, für Verfressene wie mich. Die haben jetzt einen ganz neuen Shaker rausgebracht. Der, gib mal, Vergleich, ne? Sieht er was? Gut. Der ist für unterwegs natürlich auch super geeignet. Erstmal könnt ihr hier eine Sache noch mitnehmen. Ein paar Beeren oder so, was ihr wollt. Und dann haben sie hier nochmal so ein Becherchen. Ihr könnt ja hier unten eure Milch abfüllen. Da könnt ihr da das Pulver drin mitnehmen. Und dann haben die diese Metalldrahtkugel drin. Ist total super, macht sich total mega. Und das ist genau die Menge, die ich brauche. Ja, hier ist 450 Milliliter, 500 Milliliter hat er bestimmt. Aber das ist so die Menge, die für mich auch ein Shake haben sollte. Ich nutze meistens, also wie gesagt, ich mag die ganz dick, die Shakes. Dann nutze ich 2 Messlöffel vom Shaker. Manchmal mache ich noch einen halben Löffel Proteinpulver. Da habe ich verschiedene hier, Blaubeergeschmack und so was mit drin. Wird Shaker bestimmt auch irgendwann rauskriegen. Ja. Soll ja satt machen. Ja. Ja, und diese Proben, das finde ich auch ganz gut. Da ist einer der wenigen Anbieter, die das als Proben rausbringt. Das ist so ein Karton. Ihr habt da einen Shaker dazu. Ihr habt da 7 so eine Tüten drin, verschiedene Geschmacksrichtungen. Kostet schlappe 15 Euro. 14 noch was. Und so kann man sie erstmal durchprobieren. Und erstmal, ja, schmeckt mir das überhaupt? Werde ich wirklich satt davon? Bevor du hier so eine riesen, bei anderen musst du da riesen Butten kaufen für 30, 40 Euro und dann stellst du ja fest, ist nicht meins, klingt mir so. Ich habe so viel entsorgt, kann sich ja kein Mensch vorstellen. Also, ist schon mal Fakt. Guck mal, hier sind nur so leckere Sachen wie Schoko. Aber was ich ganz cool finde, ist Vanille. Und wisst ihr warum? Vanille, wenn er das ein klein bisschen dicker anrückt, ist das wie Vanillepudding. Ich habe letztens ganz leckere Proteinwaffeln damit gemacht, gefüllt damit. Total cool. Nehmt er eben 3 Messlöffel und dann rührt er das an und dann ist es wirklich wie ein ganz cremiger, leckerer Vanillepudding. Demzufolge braucht man kein Proteinpudding und so ein Schnulli mehr. Ich nutze es doch zum Backen. Ich habe letztens gezeigt, habe ich in meine Haferkekse mit drin gemacht. Total geil. Also, wie gesagt. Die machen keine sinnlosen Versprechungen. Ich finde das auch ganz seriös auf ihrer Seite, wenn sie dann ganz klar sagen, ernährt euch auch vollwertig. Nur Shakes auf Dauer können ja nie gehen. Da kommt der Jojo-Effekt. Für mich wird das, solange wie die Marke gibt, werde ich die kaufen und werde mindestens eben mal am Tag damit ersetzen. Oder eben auch beim Laufen gerade, wenn ich walken gehe und sonst jetzt, dann nehme ich mir den Clean Shaker mit, schon fertig angerührt. Kannst du unterwegs mal was trinken. Ansonsten halt das Problem, ja, jeder, der laufen geht, walken geht oder solche Sachen macht, weiß, wie das ist, wa? So schnell kannst du ja nicht in der Büsche rennen, wie du bist. Da kommt dir bloß Luft raus. Und das hast du bei dem hier nicht. Und das ist das, was mich so überzeugt hat. Und es schmeckt lecker. Schmeckt cremig. Schmeckt nicht so künstlich. Jeder von euch hat ja auch schon massig Proteinpulver und sonst hier. Und wie ist das? Das sind immer, ja, so ein ganz doll künstlicher Geschmack. Das ist hier nicht der Fall. Das schmeckt wirklich, wie gesagt, man kann sich Proben bestellen. Ich packe euch auch noch einen 10% Link in die Infobox. Der heißt Ramona 10. Wie ich? Gut, ich heiße nicht Ramona 10, aber ist ja egal. Aber 10% kriegt er da drauf. Nee, keine Angst, sind keine Affiliated Links und bis ich warte und sonst jetzt. Aber mit dem Hersteller kann man ganz gut kommunizieren. Die sind doch immer dran bemüht. Neue Produkte, die wollen auch ganz gerne ein Feedback haben, wie das so ankommt. Bei mir in der Gruppe habe ich das schon geteilt. Einige Leute haben sich das doch schon bestellt. Ich habe das doch schon einigen meiner Kunden empfohlen und die sind auch sehr zufrieden damit. Wie gesagt. Wenn man jetzt sagt, ich mache eh eine Mahlzeit, ich ersetze eh eine Mahlzeit dadurch nur,
dann nehmt ihr genauso ab, weil wie gesagt, wenn ihr auf das fette Armbrot verzichtet und dafür einen schönen Shake trinkt, gerade bei über 30 Grad. Und dann, ja, wie gesagt, 75 Kalorien, der er nun noch hat. Außer er trinkt mit Milch, dann hat er 210 Kalorien, wie gesagt. Aber auf Milch verzichte ich schon jetzt über 2 Jahre, weil ihr wisst ja, ich ernähre mich ja so mehr ketogen, low carb ketogen und nicht mehr als 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Und die sind bei mir eigentlich größtenteils wirklich nur aus von Obst und Gemüse. Ich esse nicht bloß Obst und Gemüse. Nee. Ich esse auch Hühnerfleisch. Morgen wird gegrillt. Heute Abend gibt es eine schöne Kürbiscremesuppe. Eintöpfe mache ich viel. Ich verzichte einfach bloß auf solche Sachen wie Brot, Kartoffeln, Zucker, Weizenmehl, fertig hergestellte Produkte. Und das ist eigentlich ja, der Weg zum Erfolg. Ich halte ja mein Gewicht auch nur schon fast ein Jahr. Ja, wenn ihr mäht, könnte es noch weniger sein. Meine Ärztin sagt, nee. Ich bin im Normalgewicht. Ja, mein BMI liegt, glaube ich, bei 22. Alles gut. Aber als Frau bist du nie zufrieden. Ist einfach so. Ja, und selbst mein Mann schmecken diese Schicko-Shakes. Den habe ich jetzt auch erstmal gesagt, der soll mal ein paar Kilo wieder loswerden. Der hat mit mir am Anfang schön mitgemacht, aber das Halten ist ja die Königsdisziplin. Wie gesagt, ich halte seit ein Jahr und der hat da geschafft, so in dem ein Jahr 5-6 Kilo wieder zuzulegen. Und jetzt schnappt er sich heimlich meine Shakes. Jetzt müssen wir uns drum kloppen, aber ich glaube 6 Dosen bestellt oder so, alle gut. Aber wenn du jeden Tag trinkst und wie gesagt auch als Vanillepudding und sonst jetzt nutzt, ist das auch was Schönes. Ja, letztens hat jemand gesagt, wow, wie kannst du denn sagen, dick, Mensch Leute, wenn man wie ich 130 Kilo, ich weiß, was ich gegessen habe, wenn viele immer sagen, ah nee, an Essen liegt das, nee, das kommt von der Luft, wir nehmen alle zu vom Feinstaub. Ich habe auch nie Unmengen in mich drin gestopft, niemals. Aber ich habe morgens meine 2 Vollkorntoast gegessen, schön mit Nutella drauf, dazu halt einen Joghurt gegessen, fertig gekauften, mit Fruchtzucker und weiß ich was drinne. Dazu habe ich dann auch Kiwi und dachte, boah, das ist doch gesund, hört sich doch gut an. Vollkorntoast ist doch geil. So, ich habe dann okay Mittag und stehe essen. Ich habe am Nachmittag halt mir dann vielleicht mal 1-2 Milchschnitten drin gedrängelt, weil ich den ganzen Tag auch arbeiten bin, ne? So. Und am Abend halt natürlich gekocht. Oder wir sind essen gegangen. Oder wir haben uns vom Restaurant mit der goldenen Möwe schnell was geholt. Oder vom Chinamann. Oder vom Dönermann. Ja, das war aber alles Kacke. Das waren alles zu viele Kohlenhydrate, das war zu viel Fett und die Bewegung habe ich ohne gehabt. Das ist einfach Fakt. Jetzt halt keinen Tag, wo ich keine 15 Kilometer mache. Oder eine halbe Stunde Hula mache ich jeden Tag. Workouts mache ich jeden Tag. Zum Muskelaufbau. Ja. Und vor allen Dingen, die Haut und alles wird auch schöner. Ich meine, ich bin 52, war also von daher wird das noch. Ist noch passabel. Und wenn sowas dazu beiträgt, dass das in YouTube, ihr könnt euch jetzt vorlesen, was hier alles in Mengen draufsteht. Aber das könnt ihr euch auch auf der Seite nachlesen. Also, wie gesagt, wer jetzt sagt, naja, ihr könnt ja jetzt sagen, für die Sommerfigur ist es zu spät. Aber für die Weihnachtsfigur, wa? Kann man sich Weihnachten vielleicht ein bisschen mehr gönnen. Von daher, also ich habe da so gelesen in den Gruppen, dass einige so mächtig viele Kilo dadurch losgeworden sind. Wie gesagt, was ich auch nachvollziehen kann. Wenn ihr den morgens einen Shake und am Abend einen Shake und am Nachmittag schön vollwertig ist. Und da musst du nie. Wer jetzt sagt, oh nee, ketogen, low carb oder das ist nicht für mich, müsst ihr ja auch nie. Ihr könnt ja die Mahlzeit, könnt ihr essen, was ihr wollt. Also keine 3 Torten, aber ein ordentlicher Mittag könnt ihr euch schon rinklöppeln. Seid mit Kartoffeln, Soße, Fleisch, also. Aber wie gesagt, ihr müsst doch dran denken, irgendwann kommt doch der Jojo-Effekt. Wenn ihr jetzt sagt, ich mache das jetzt mal 8 Wochen, hau mir da drin, dann würde ich langsam wieder zurückarbeiten. Wenn ich jetzt mein Traumgewicht erreicht habe, ich sag mal, ihr wollt 60 Kilo erreichen und seid dann bei diesen 60 Kilo, müsst ihr euch klar sein, zu wie ihr wieder die Kalorien erhöht, steigt natürlich auch wieder das Gewicht oder ihr müsst mehr dafür tun, so wie ich eben walken gehen. Ansonsten wird das nichts. Also ich habe das bei mir gemerkt, als ich auf Falten gegangen bin im letzten Jahr,
Da habe ich auch nochmal 2 Kilo zugenommen. Aber das wusste ich. Trotzdem, ich habe es ja langsam erhöht. Ich habe pro Woche 100 Kalorien erhöht. Und dennoch kommt das. Das ist einfach so. Wenn er dann wieder so ein bisschen mehr isst, dann konnte ich mit meinem kaputten Knie, kann ich auch nicht so wirklich viel mehr machen. Und dann merkst du das natürlich. Also musst du wieder ein klein bisschen Kaloriendefizit fahren. Also denkt jetzt, nee, wenn ihr jetzt das ersetzt mit 2 Shakes am Tag und eine vollwertige Mahlzeit, na, da bin ich dann im Ohr. Und dann bei eurem Gewicht seid und plötzlich die Shakes weglasst, dann bleibt das Gewicht so stehen, das könnt ihr knicken. Dem ist nicht so. Aber da der so lecker schmeckt, könnt ihr nachher, wenn ihr beim Gewicht halten seid, eine Mahlzeit damit ersetzen. Am besten am Morgen, wenn ihr wollt. Wenn er sagt, abends esse ich mit Familie oder so, ist überhaupt kein Thema. So bleibt er weiter bei euren Kalorien und so geht das auch nicht hoch. Ich meine, es gibt ja eine, die haben ja dieses irrsinnige Glück, die können essen, was sie wollen. Und nehmen nicht zu. Zu denen gehöre ich aber nicht. Ich kriege schon ein Stück Kuchen an und dann sagt die Ware, herzlichen Glückwunsch. Morgen, du kleine Fette, hast 2 Kilo mehr. Hm? Und ja, letztens haben welche gefragt, boah, warum sagst du denn immer kleine Fette oder was heißt denn kleine Fette Rennsemmel? Das ist einfach ein Joke zwischen meinem Mann und mir. Ja, und der darf das auch sagen. Das liegt einfach daran, wenn ich Klamotten anprobiert habe und sonst, dann habe ich gesagt, ich bin zu fett, ich bin für alles zu fett, ich bin für alles zu fett. Ich passe denn überhaupt gar nicht drin. Weil man immer noch ein falsches Selbstbild von sich hat. Und dann sind wir gelaufen, haben trainiert für einen Wettkampf und der hat mich von hinten angetrieben. Und da standen einige Damen auf der Brücke und haben angefeuert. Und dann hat er gebrüllt, hat er mich angebrüllt, als ich langsamer wurde und hat gesagt, du kleine, fette Rennsemmel, beweg deinen dicken Arsch, du kannst doch, zieh. Und als wir auf dem Rückweg waren, standen die Damen da und haben runtergebrüllt, junge Frau, lassen Sie sich von dem nichts sagen, Sie machen alles richtig so. Ja, wir konnten wieder vor Lachen schon ja nicht mehr. Und darum halt mir das auf mein Laufshirt. Da steht da drauf, ist geplottert, kleine, fette Rennsemmel. Ist für mich nicht schlimm. Als ich so massives Übergewicht habe, hat er natürlich nicht zu mir gesagt, du Fette oder sonst hier. Würde ich auch nie zu einem dicken Menschen sagen. Also, obwohl es ja im Grunde mit meiner Schuld war. Klar, ich habe massig an Insulin gespritzt. Die sagen ja auch immer viel, ich bin Diabetiker, Insulin. Nee, Insulin macht nie dick. Lasst euch so einen Scheiß nicht erzählen. Das macht hungrig. Und dann isst man mehr. Und ich habe dann mir zwischenzeitlich auch mal eine Bockwurst geschnappt oder mal das und das. Und wenn du mal überliest, wenn du das halt mal zusammenrechnest, eine Bockwurst über 300 Kalorien, ein paar Scheiben Käse, boah, brauchst du mal locker schnell bei 1000 Kalorien. Und wenn du wirklich bloß einen Verbrauch von 1500 Kalorien hast, weiß man, woher es gekommen ist. Das heißt ja nie, weil man dick ist, dass man den ganzen Tag nur sitzt und frisst. Das ist nie so. Ehrlich nie. Würde ich auch nie sagen. Aber viele sind einfach zu bequem und reden sich das auch alles schön. Die reden sich das immer wieder schön, haben auch für alles Ausreden. Und ich meine, mir war das damals auch peinlich. Als mein Sohn noch klein war und dann hast du ein Eis geholt und hast du schon völlig. Dann machst du das jetzt, die Leute kicken ja, war da. Und dann kam auch, die Fette muss noch ein Eis fressen. Das am Tag kommt, was der Essen hast, das haben die nie gesehen. Tja. Ich sag mal, ich hätte schon viel früher auf sowas kommen müssen oder dass das so gut funktioniert. Ich war ja schon immer dick. Ich war von Kind an dick. Ich war in der 4. Klasse, wie alt ist man da, 12 oder so? Da hab ich schon 80 Kilo gewogen. Ja. So recht wusste nie einer, wo bei mir das Problem liegt. Bis man dann festgestellt hat, ja, Kohlenhydrate, wa? Das gibt nicht bloß eine Laktoseintoleranz, das gibt auch eine Kohlenhydratintoleranz. Ist leider so. Deswegen vom Insulinspritzen weg, brauch bloß noch eine Pille, alles gut. Der Insulinspiegel hat natürlich auch damit zu tun, wa? Ob du abnehmen kannst oder nicht. Sollte da auch immer so ein bisschen bedenken. Weil viele immer sagen, naja, dann esse ich zwischenzeitlich ganz viel Obst oder sowas. Obst ist an sich nicht schlecht, aber hat Fruchtzucker. Das sollte da immer mit einplanen. Und dann schafft ihr das auch. Wenn ich das geschafft habe, schafft ihr das auch. Holt euch einen Schoko-Drink, lasst euch den schmecken. Ich habe schon einige Proben halt, ja, schon verschenkt an meine Kundin. Also von daher, siehst du, mit dem Schoko muss ich auch mal ausprobieren, ob ich mir davon Pudding machen kann. Geht bestimmt genauso gut. So ein Schoko, Banane gibt es erst, glaube ich, ab Herbst wieder. Gott sei Dank. Gott sei Dank halt noch. Ein bisschen halt noch. Schoko-Banane oder so, das ist so meins, ja. Also ein bisschen halt noch. Und das ist ja auch so. Du machst auf und riechst dran. Och, und das riecht nach der Frucht. Wisst ihr, ich habe so Sachen, wenn ich die aufmache, rieche ich wie alte Socken. Da bin ich schon satt, da will ich schon nicht mehr zu mir nehmen. Och. Wisst ihr, wenn mit Vanille nicht nach Vanille riecht, sondern wie toter Fisch.
Da weiß ich auch nicht. Will ich nicht. Ja, Erdbeer riecht natürlich auch fruchtig. Wollte ich erstmal schnüffeln. Nicht, dass ich euch was Falsches sage. Und der Kokos ist auch total lecker. Ihr könntet auch im Joghurt oder im Skyr euch einrühren. Ist auch total lecker. Wer jetzt sagt, ich will das nicht trinken, rührt euch das ein. Macht euch eine schöne Schale Quark oder Skyr. Und dann macht euch die 18 Gramm darin und lasst euch schmecken. Könnt mir ja mal mitteilen, wie es euch schmeckt, wie es euch bekommt. Und ob ihr auch damit was abgenommen habt. Mhm. Wie gesagt, ich bin ja auf Haltnähern. Mein Gewicht stand ja. Und seitdem ich die Shakes nehme, geht es wieder noch ein bisschen runter. Das wird mein Mann das immer nicht sagen. Der will das nicht mehr. Der sagt, nimm nicht mehr ab. Nimm nicht mehr ab. Mhm. Hier ist auch da überall gegen deine Knochen groß. Obwohl, ich finde, am ersten Mal noch dran. Also, ist ja noch nie so dick. Eine kleine Hungerlatte bin. Von daher, laut Ärzten darf mein Gewicht, ich bin 1,68 groß, zwischen 72 Kilo und 55 liegen. Ja, unter 55 ist Untergewicht. Eine neue Waage muss ich mir auch zulegen. Meine Waage hat jetzt 34 Kilo angezeigt. Ganz toll. Ist ja nicht so, dass ich keine Waage hätte, wa? Nee. Die andere Waage, also wenn du dir ein bisschen drauf bewegst, hat die so Schwankungen zwischen 20 und 30 Kilo. Ich meine, ich würde mir zwischen 2 Kilo gefallen lassen, aber zwischen 20 und 30 Kilo, das ist ja mal gar nicht. Dann halt im Bad noch so eine alte mechanische Waage. Kennt ihr das so mit diesen Zahlen noch drauf und alles? Die zeigt Druck grundsätzlich 3 bis 4 Kilo weniger an. Mein Mann freut sich, der stellt sich immer auf die Uhr. Ich sage, kannst du vergessen, mein Freund. Ich habe auch diese Renpo-Waage, die über App und alles und Körperfett und weiß ich was und auch zu wenig an und auch immer Schwankungen. Also wenn du dir da dreimal hintereinander aufstellst, wiegst du dreimal hintereinander was Gleiches. Und so im Unterschied zwischen 1 und 2 Kilo. Falls ihr eine Idee für eine gute Waage habt, ich habe mir erst mal eine kleine normal bestellt. Mal kicken. Aber so wirklich gut sind die alle nie. Ich weiß auch nie. Wenn ich mir bei meiner Ärztin aufstelle, meine, wie gesagt, meine eine schöne Waage, die hat so gut hingehauen. Die hat das gleiche angezeigt wie bei meiner Ärztin. Ja, und jetzt zeigt sie eine 30er Kilo. Herzlichen Glückwunsch. Ist wohl im Dutt. Genießt den Sonntag.